kein schlechter Erzähler, dieser Lukas. Marcel Reich-Ranicki, der inzwischen verstorbene, bekannte deutsche Literaturpapst, Kritiker, der bekannteste Literaturkritiker seiner Generation, mit Joachim Kaiser, war nach dem Tod seiner geliebten Frau im hohen Alter regelmäßig bei Freunden zu Weihnachten eingeladen. Und dort las man nach alter Tradition auch die Weihnachtsgeschichte in der Übersetzung Martin Luthers, die wir alle im Ohr haben, oder viele von uns im Ohr haben jedenfalls. Und dieser selber, wie er sagte, nicht zum Glauben fähige, aber literatursensible Marcel Reich-Ranicki sagt in seiner unnachahmlichen Diktion, ich kann es gar nicht nachmachen, eben kein schlechter Erzähler, dieser Lukas. Und damit hat er tatsächlich etwas gespürt, was diese lukanische Kindheitserzählung ja ausmacht. Es ist nicht nur ein Bericht, sondern es ist ein hochpoetisch verdichteter Text. Dabei kann man ganz offen lassen, ob das Lukas ist, der hier erzählt, oder ob er schon eine Vorlage benutzt. Ich glaube, letzteres. Ich bin auch überzeugt davon, dass die in auf gutem historischen Grund liegt. Aber das können wir völlig offen lassen. Wichtig ist, dass man sich auch auf die Poesie dieser Texte einlässt, denn die Poesie überträgt auch die Theologie dieser Texte. Und unseren historisch-kritischen Freunden kann ich sagen, lasst euch nur einfach auf die Poesie und die Theologie ein. Ich bin überzeugt, am Ende werdet ihr auch bei der Historizität dieser Texte landen. Und ich bin überzeugt, dass umgekehrt die vom guten historischen Grund der Texte Überzeugten darauf achten sollten, sich auf die Poesie und auf die Theologie der Texte einzuladen, weil man sonst zu leicht im Positivistischen hängen bleibt. Also beides gehört zusammen. Die Historizität und die Poesie und die Theologie der Texte. Ja, und was macht jetzt diesen guten Erzähler aus? Diesen genialen Erzähler, wie ich finde. Und was da der für mich narrative, der erzählerische Kern, der Pointe ist, das merken wir vor allen Dingen an der Bedeutung der Hirten. Die Hirten sind in diesem erzählerischen Bogen geradezu genial eingesetzt. Denn Lukas überrascht uns damit, und ich werde es gleich nochmal vorlesen, dass er zunächst den eigentlichen Plot, den eigentlichen Kern der Geschichte, nämlich dass Maria Jesus zur Welt bringt, mit einer geradezu unendlichen Nüchternheit erzählt. Hören wir uns das nochmal an in der Übersetzung Martin Luthers. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Nüchterner kann man beinahe nicht erzählen. Und in dieser literarischen Nüchternheit entspricht schon
etwas Theologisches. Dieses Geschehen hier ist ein verborgenes Geschehen. Es ist in der Alltäglichkeit dieses Vorgangs verborgen, aber diese Verborgenheit wird erst sichtbar, dass danach eine Epiphanie geschieht. Und die Empfänger dieser Epiphanie sind die Hirten. Lesen wir wieder. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegten sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die Hirten sind hier also wirklich Träger der Geschichte, Träger des erzählerischen Bogens, nicht? Vom ersten Vers dieses Abschnitts bis zum letzten. Und es wird ein Vorgang berichtet, ein Vorgang, der die Hirten betrifft, dann in Bewegung setzt und der in einer bestimmten Weise endet. Man liest oft in den Kommentaren, und daran glaube ich nicht ganz, dass die Hirten hier vor allen Dingen als eben sozial Verdächtige und Marginalisierte auftauchen würden. Sicher ist es so, dass sich hier, wie in vielen biblischen Erzählungen, der Gott, der sich hier zeigt, wieder als ein Gott der kleinen Leute zeigt. Das ist wohl wahr. Aber die Stellen von den Rabbinen, die hier immer wieder angeführt werden, sind eher, naja, der Verdacht städtischer Rabbinen über eine nicht halachisch, nicht ganz koschere Landbevölkerung. Ich glaube, das ist eher eine spätere Sicht. Ich glaube, dass der eigentliche Grund, dass hier die Hirten so wichtig sind, ihr Ort ist. Denn dieser Ort, der Ort der Herden um Bethlehem, ist ein Ort messianischer Verheißung. Er ist ein Ort, ein messianischer Ort, der deshalb auf die Epiphanie des Messias wartet. Und deshalb findet diese Epiphanie des Messias hier statt. Und das wird für Lukas zu diesem genialen erzählerischen Schachzug, diese Geburt zunächst einmal in dieser absoluten Nüchternheit und damit Verborgenheit zu erzählen und ihr Licht erst vor dieser Epiphanie, vor den Hirten zu geben. Ich möchte mit euch ein bisschen diesen erzählerischen Bogen durchgehen. Was passiert hier? Naja, zunächst einmal, das ist, was immer passiert, wenn in der Bibel sich
der Himmel öffnet. Nicht in Plötzlichkeit, unerwartet. Nicht in wie aus dem Nichts heraus ist plötzlich bei den wachenden Hirten, die nichts darauf vorbereitet hat, der Engel. Und nicht nur der Engel, sondern gleich ist es so, dass die Wirklichkeit sich für die Hirten verwandelt. Denn die Klarheit, die Herrlichkeit, der Gottesglanz umleuchtet sie. Und das löst beim Menschen die Reaktion aus, in der Bibel durchweg, dass er sich fürchtet. Und fast, möchte ich sagen, unendlich oft in der Bibel, sagt dann Gott oder der Träger dieser Epiphanie dem Menschen zu: Fürchte dich nicht. Und dann wird der Engel zum eigentlichen Träger dieser worthaften Offenbarung. Er verkündet große Freude und er kündigt ein messianisches Ereignis in großer, gesteigerter Dichte an. Denn er sagt: Heute ist euch der Heiland, der Christus, der Herr geboren. Also eine Verdichtung des eine Verdichtung, eine christologische Verdichtung dessen, was da geschehen ist. Der Heiland, der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dann bricht diese Epiphanie des einzelnen Engels in eine ganz große Epiphanie aus. Der Himmel öffnet sich, die singenden Engel werden sichtbar. Die Gottes Ehre in der Höhe und den Frieden auf Erden ansagen. Und dann setzt Bewegung ein. In dem Augenblick, wo der Himmel sich wieder verschließt, die Engel gleichsam in den Himmel zurückkehren, machen sich die Hirten auf. Sie wollen das sehen, was ihnen angesagt wurde. Und was ihnen als Zeichen beschrieben wurde, als ein Geschehen mit zeichenhaftem Charakter. Der da angekündigt wurde, ist ein Kind, in der Krippe, in Windeln gewickelt. Sie finden das, was ihnen angesagt worden ist. Das geschieht ein Dialog mit der Mutter des Kindes und dem Ziehvater. Und am Ende geschieht Lobpreis, Epiphanie, Furcht, Bewegung, das Schauen des Ereignisses im Zeichen, Lobpreis. Das ist der große Bogen. Das ist der große Bogen, den die Hirten in dieser Erzählung durchlaufen, wenn ihnen Epiphanie widerfährt. Und darin ist der Text dann auch eine Meditation über den Zusammenhang von Wort und Ereignis, von Wort und Geschehen, von Wort und Zeichen. Ihnen wird etwas angesagt und sie sehen etwas im Zeichen. Und dieses Zeichen ist nun gerade jenes Verborgene, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Verborgen in der Alltäglichkeit und Gewöhnlichkeit erscheint hier der Christus, der Herr, der Heiland. Und erst durch die Epiphanie und durch das Zeugnis des Engels wird dieses Ereignis für die Hirten lesbar. Vielleicht auch so, dass jetzt ihnen gleichsam ein inneres Licht entgegenscheint. Ein Licht, das aber nur den Augen des Glaubens sichtbar ist. Es gibt wunderbare Bilder aus der Barockzeit, Malerei in der Tradition von Georges de Latour, in denen das Kind gleichsam in der Krippe leuchtet, selber zum Lichtträger wird. Und das könnte den Hirten wohl auch widerfahren sein. Aber es braucht das Wortzeugnis des Engels, es braucht die Epiphanie des Himmels, um dieses Zeichen des Kindes in der Krippe
lesen zu können. Und dann steht am Ende Lobpreis. Lobpreis. Priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Also auch nochmal, in diesem letzten Vers haben wir dieses Verhältnis von Hören, Sehen, Sprechen. Wir können uns den Hirten anschließen. Wir können mit ihnen gehen. Wir können uns in die Bewegung zum Kind in der Krippe mitnehmen lassen. Und in dem Licht, das die Hirten gesehen haben und das uns im Glauben geschenkt ist, können wir selber die Zeichen Gottes lesen. Dann verwandelt sich die Nacht und der Himmel kommt auf die Erde. So hat es in einem, finde ich, einer der schönsten deutschen barocken Weihnachtsgedichte Andreas Gröfius beschrieben über die Geburt Jesu. Nacht, mehr denn lichte Nacht, Nacht lichter als der Tag, Nacht heller als die Sonne, in der das Licht geboren, das Gott, der Licht, in Licht wohnhaftig, ihm erkoren, o Nacht, die alle Nächte und Tage trotzen mag. O freudenreiche Nacht, in welcher Ach und Klag und Finsternis und was sich auf die Welt verschworen und Furcht und Höllenangst und Schrecken ward verloren. Der Himmel bricht, doch fällt nunmehr kein Donnerschlag. Der Zeit und Nächte schuf, ist diese Nacht ankommen und hat das Recht der Zeit und Fleisch an sich genommen. Und unser Fleisch und Zeit der Ewigkeit vermacht. Der Jammer trübe Nacht, die schwarze Nacht der Sünden, des Grabes Dunkelheit, muss durch die Nacht verschwinden. Nacht, lichter als der Tag, Nacht, mehr denn lichte Nacht. Kenner haben es gemerkt, ein Sonett, eine strenge Form, die ihn in einer unheimlichen Konzentration die Weihnachtsbotschaft auf den Punkt bringt. Von diesem Epiphanie-Geschehen, das den Hirten widerfährt, die werden gar nicht erwähnt. Aber es ist ganz klar, es geht darum. Es geht um das Aufbrechen des Himmels. Und der Vers, der fast die Mitte bildet, der bringt es auf den Punkt. Der Himmel bricht, doch fällt nunmehr kein Donnerschlag. Das heißt, in dieser Nacht ist die Ordnung der Gnade errichtet. Der Himmel bricht, das ist ja ein Spiel mit dem, was in dieser Nacht passiert und gleichzeitig der Hinweis, was auf eine Metapher, die in der barocken Sprache Gröfius zunächst einmal ein Gewitter ist. Der Himmel bricht, das ist ein Blitz. Nicht? Und wie ein Blitz geht dieses Licht auf in dieser Nacht. Nicht? In dieser Plötzlichkeit, mit dem der Engel plötzlich da ist und die Herrlichkeit Gottes die Hirten umleuchtet. Und dann, doch fällt nunmehr kein Donnerschlag. Gottes Epiphanie ist nicht Gerichtsepiphanie. Gottes Epiphanie in dieser Nacht, in diesem Kind in der Krippe, in den Windeln, ist Gnadenepiphanie. Ist Gnadenepiphanie, die alles verwandelt. Das hat Gröfius großartig zum Ausdruck gebracht. Ein anderer, der es auf etwas andere Weise großartig zum Ausdruck gebracht hat, ist Johann Sebastian Bach. Bach hat am Anfang der zweiten Kantate für den Weihnachtstag des Weihnachtsoratoriums, das einzige reine Instrumentalstück dieses Oratoriums geschrieben, eine sogenannte Sinfonia. Und diese Sinfonia ist ein Wunderwerk. Da sind zwei Chöre, ein Holzbläserchor mit den typischen
Hirteninstrumenten, Oboen und ein Streicherchor. Und die musizieren zunächst einmal alternativ, also gleichsam einander abwechselnd gegeneinander. Und die repräsentieren natürlich die Hirten und die Engel. Die Hirten und die Engel. Nicht? Also, und dass sie alternativ musizieren, repräsentiert, dass zunächst einmal Himmel und Erde voneinander getrennt sind. Und das Wunder dieses Musikstückes liegt darin, dass im Laufe der Zeit diese beiden Instrumentalchöre immer stärker ineinander verwoben werden. Und am Ende ganz und gar ineinander sind und plötzlich der Streicher-Engelchor das Motiv, das am Anfang bei den Hirten ist, übernimmt. Und das ist der wunderbare Tausch, der Weihnachten geschieht, zwischen Himmel und Erde. Der Himmel kommt gleichsam auf die Erde und verwandelt diese Erde in der Gnade Gottes. Auch Gryphius hat dieses Motiv, wenn er in der vorletzten Strophe sagt, der Zeit und Nächte schuf, ist diese Nacht ankommen und hat das Recht der Zeit und Fleisch an sich genommen, Menschwerdung Gottes. Und unser Fleisch und Zeit der Ewigkeit vormacht, hat uns im wunderbaren Tausch Anteil am Himmel, an der Ewigkeit gegeben. Oder mit dem, in einem modernen Vers, mit dem Priesterdichter Wilhelm Wilms, der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Seit dieser Nacht, seitdem der Engel den Hirten erschienen ist und das Kind in der Krippe lag, geht diese Bewegung immer weiter. Der Himmel geht über allen auf alle über allen auf. Und wir können daran teilnehmen. Wir sind dazu eingeladen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten.